Was ist eigentlich eine produktive Arbeitsumgebung? Für manche ist das ein abgeschlossener, fensterloser Raum ohne jede Ablenkung. Für manche ist das ein Großraumbüro mit Legebatterien. Es kann aber auch völlig anders gehen. Aus dem Grund bin ich heute hier in Zürich beim Impact Hub und schaue mir mal an, was die so besonders macht. Mein Name ist Karin Andrea Stephan und ich bin Community and Ecosystem Builder im Impact Hub Zürich. Der Impact Hub ist eine Coworking Community und besteht aus rund 1000 plus Members. Das sind alles Techies, Creatives und Entrepreneurs, also Unternehmer, aber auch Leute, die einfach diesen unternehmerischen Geist leben, die mit diesem Mindset kommen, die eine Idee mal ein bisschen mehr verfolgen wollen und die sich in diesem Umfeld dazu animiert und inspiriert fühlen, etwas zu tun, was über ihr eigenes Wohl hinausgeht. Also hier draußen kann man sitzen, ob man jetzt Mitglied ist oder nicht. Es ist total offen. Wir haben rund um so ein bisschen Maxim-Theater, die Fotobastei, wir haben die Schule für Gestaltung, wir haben eine Schule für Flüchtlinge. Alles, was man sich vorstellen kann für ein sehr diverses Umfeld. Und damit sich jeder willkommen fühlt, haben wir ein Café gebaut, wo man einfach zwanglos sitzen kann, Leute einladen kann. Es ist kein Kleiderkodex, kein gar nichts. Einfach konsumieren, vielleicht mal Hallo sagen rundherum. Hier finden Events statt, Konzerte statt, kleine Märkte statt. Aber hier unten ist definitiv offen für alle. Ja? Dann haben wir hier unsere wunderbare Rose vom Hours Café, die Chefin. Dann haben wir hier nochmal eine Möglichkeit, etwas ruhiger zu arbeiten, aber es ist immer noch Teil des Cafés. Und das müssen keine Mitglieder sein. Jeder Coworking Space hat einen Purpose. Die meisten oder eigentlich fast alle verkaufen irgendwo Access, das heißt Zugang zu Wi-Fi, Tischen, vielleicht Kaffee, sowas. Das ist so die Basis. Manche haben auch eine Community, wo man Events macht, wo man sich einander hilft und so weiter. Was uns besonders macht, ist, dass wir nicht nur organisch gewachsen sind, sondern wir haben halt wirklich auch ganz klare Werte. Wir haben ein Co-Manifesto, wir haben die 17 SDGs quasi uns auf die Fahnen geschrieben und nicht um die Welt zu belehren, sondern einfach damit wir selber wie einen Kompass haben. Wofür machen wir das alles? Warum sind wir zusammen? Warum schreiben wir uns Kollaboration, Vertrauen und Coworking auf die Fahnen? Hier oben haben wir so eine Schnittstelle, wo wir Meetingräume haben und einen langen Tisch, wo Leute sitzen können, essen können, arbeiten können, aber auch immer noch nicht gezwungen werden, Mitglieder zu sein. Erst wenn man hier reinkommt, das ist dann tatsächlich die Member Zone. Dann haben wir die wunderbare Elena. Hallo. Es ist einfach jeden Tag schön, ein lachendes Gesicht zu sehen. Sie ist die Königin dieses Hauses. Das heißt, sie sorgt dafür, dass sich alle wohlfühlen, dass die Sachen gemacht werden, dass zwischen den Leuten auch Frieden herrscht, dass man Kompromisse machen kann und dass das Ganze konstruktiv wird. Natürlich geht sie auch ans Telefon und beantwortet jegliche Fragen. Dann haben wir hier den Coworking Space, wo wir Hotdesking und Fixdesking haben. Wir haben zwischen 200 und 300 Unternehmen, die hier vertreten sind. Manchmal mit einer Person, manchmal mit 10 Personen, manchmal mit zwei Leuten, die 100 Leute im Ausland führen. Alles möglich. Was noch besonders ist, ist, dass wir dadurch, dass wir das schon lange machen, ein Umfeld geschaffen haben, was uns kennt, was uns gewährt, dass wir von jeder wichtigen Person in der Schweiz höchstens 1 bis 2 Empfehlungen entfernt sind. Und das macht uns besonders für diese Intangibles, also diese unberührt, ungreifbaren Sachen, kommen die Leute hierher. Zu einem guten Zuhause gehört natürlich auch eine Küche. Die ist im Herzen unseres Coworking-Shops sozusagen. Und hier ist Selbstbedienung, selbst abwaschen, selbst alles machen. Wir essen sehr gerne zusammen in verschiedenen Formaten, weil wir einfach glauben, dass wenn man zusammen isst, man sich eher vertrauen kann. Wenn man das teilt und sei es so nur ein Kaffee, dann kommt man sich näher, man tut eher auf, man macht die Tür auf für neue Opportunities und auch für neue Ideen. Der Impact Hub ist einerseits ein Verein, das heißt, wir finanzieren uns teilweise über Mitgliedschaften, aber wir haben auch
wahnsinnig tolle Partner, die uns unterstützen, die als Corporates oder als große Unternehmen, Institutionen mit ins Boot kommen und unsere Sache fördern. Hier ist auch gleiches Konzept. Das ist gegen Nachmittag dann richtig schön voll. Es ist ein bisschen lauter, weil hier auch anschließend unser sogenanntes Wohnzimmer ist. Die Idee hier ist, dass man sich wirklich austauschen kann, sei es an der Wand, sei es in der Telefonkabine oder sei es an einer von diesen Wänden. Die kann man also einfach beschreiben. Hier ist sehr intuitiv, wenn man da eine Idee hat. Dann wird die mal eben skizziert, ne? Und auch wieder ausgewischt. Wenn man eine Community baut oder mit Leuten kollaboriert sozusagen, dann muss das ja irgendwo basieren. Und klar, man kann das alles kontrollieren, man kann überall Wachen aufstellen, man kann überall Kameras aufstellen und jedem einen Badge geben oder man kann auf Vertrauen bauen. Vertrauen ist etwas, was, wenn man es mal hat, wahnsinnig wertvoll ist. Es darf einfach nicht zerbrechen. Wir hier haben das große Glück, dass das Vertrauen aufgebaut wurde. Wir kontrollieren die Leute nicht. Wir vertrauen darauf, dass sie bezahlen, was sie konsumieren oder was sie an Anteil haben hier. Und wir vertrauen auch darauf, dass wenn jemand in diese Community reinkommt, dass er etwas mitbringt. Das ist wie eine große Tafel, wo jeder sich wirklich beteiligt. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber im Großen und Ganzen ist es definitiv ein Zugewinn für alle. Und soweit funktioniert das noch. Es ist aber etwas, was wirklich jeden Tag angreifbar, zerbrechlich sein kann und was man definitiv sehr, sehr stark kuratieren muss. Wie gesagt, im zweiten und dritten Stock sind andere Mieter drin. Das ist eine Auflage der Stadt. Wir sollen ein kulturelles Umfeld befördern und deswegen haben wir nicht nur uns hier, sondern auch andere Vereine und Organisationen, die in irgendeiner Form der Gesellschaft dienen oder etwas für benachteiligte Menschen tut. Unten hatten wir das Co-Manifesto, an das wir uns alle zu halten versuchen. Und dazu gehört halt eben auch, dass man sich ausrichtet auf gewisse Werte. Und in diesem Fall sind es die Sustainable Development Goals, die 17, mit denen möchten wir uns identifizieren, so gut es geht. Also zusätzlich zu dem Zugang zu Coworking Spaces, also zu einem Tisch und Wi-Fi und anderen Leuten, bieten wir natürlich auch ein Rahmenprogramm bzw. etwa 3 Events pro Tag. Wir haben ja 3 Locations, einmal das Kraftwerk, einmal das Viadukt und einmal das Colab, wo ich hier sitze. Und die Idee ist, dass wir die Community füttern im Sinne von persönlichem Wachstum und Wissenswachstum und Opportunities zum Networken. Und dadurch, dass wir andere Tribes oder Subcommunities einladen, ein Event zu halten oder ein Meetup zu halten, dadurch, dass wir eigene Events wirklich durchführen oder uns beteiligen an der Durchführung. Dadurch kriegen wir ganz, ganz viel Durchlauf und wir kriegen immer wieder neue Ideen rein. Die Leute fordern uns heraus, die wollen die neuen Themen haben, die wollen mehr wissen darüber. Dadurch müssen wir wieder Experten reinholen und so weiter. Und der Kreislauf, der sorgt dafür, dass es hier nie stillsteht, dass sich niemand wirklich ausruhen kann und sagen, hey, ich habe es gesehen, ich weiß, wie es geht. 4. Stock. In diesem Stockwerk ist sehr viel ruhiger. Einmal haben wir einen Raum, wo wir größere Events durchführen können. Dann haben wir auch mehrere Meetingräume, die wir nach außen vermieten. Und auf dieser Seite, neben der einzigen Wand, wo wir ein paar Regeln aufgeschrieben haben, beziehungsweise Empfehlungen, haben wir noch eine ganze Etage mit Coworkern. Da hätten wir auf dieser Seite zum Beispiel das Grafik 2 Studio. Sie sind Mitbegründer vom Colab und alles, was man an Werbung, an geschriebenem oder online gestellten Materialien sieht, die wunderschön gestaltet und mit viel Liebe kreiert sind, die kommen alle von Janine. Es gibt mehrere Arten, eine Community zu unterstützen.
Wenn man davon ausgeht, dass jeder, der hierher kommt, sich verändern möchte, also der möchte irgendwas an der Situation, an sich selber ändern, sei es er braucht einen Job oder er möchte ein Startup gründen, er möchte eine Idee verfolgen. Die Hilfe ist immer gucken, wo steht jemand, wo möchte er hin und wie kann man ihn sinnvoll vernetzen oder unterstützen. Es gibt mehrere Ebenen dafür. Einmal einfach dieses Teilnehmen an einem Essen, teilnehmen an einer Kaffeepause und sich mit jemand austauschen. Das ist sowas wie Peer-to-Peer-Support. Dann gibt es eine digitale Plattform, die wir haben, die nennt sich Hubert. Da kann man jeden der 1000 Members finden und auch filtern nach Skills oder nach Interessen und kann mit dem Kontakt aufnehmen. Das ist so, sozusagen die Online-zu-Offline-World. Und dann gibt es noch Events, die sehr genau gewisse Bereiche abdecken. Wir haben Podcast, lernen, wie man einen Podcast macht. Wir haben Digital Marketing, wir haben Sachen in Blockchain und in diesen ganzen Buzz-Themen. Aber in dem Moment, wo ein Unternehmen oder ein Startup weiter ist und diese breiten Events nicht mehr genug sind, bieten wir den sogenannten Business Helpdesk an. Da kommt ein Experte, zum Beispiel ein Anwalt oder jemand aus dem Bereich Branding und Identity und offeriert seine Zeit pro bono für ausgewählte Leute. Das heißt, man kann sich da anmelden und kriegt dann eine Einzelstunde, 45 Minuten bis eine Stunde mit einem Experten, der im Normalfall 500 Franken die Stunde nehmen würde. Und das können wir offerieren, dadurch, dass wir in unserem großen Ökosystem Leute haben, die es geschafft haben und die gerne zurückgeben wollen. So ein bisschen dieses Pro bono, ich gebe zurück in das Umfeld, was mich herangezogen oder gefördert hat. Und das funktioniert recht gut. Wir sind natürlich immer am Suchen nach neuen Themen, nach neuen Experten und nach neuen Herausforderungen, dass es so ein Geben und Nehmen wird. Der Experte kriegt mit, was ist am Boden los, ne, was gibt es für neue Ideen und das Startup kriegt einfach Hilfe in der Phase, wo es weder Zeit noch Geld noch irgendwelche anderen Assets hat, die es hergeben kann für diese Expertise. Dann haben wir hier mehrere Parteien, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Alles vom Solopreneur bis zum Intrapreneur. Einmal hier der Makerspace. Hier wird nicht nur gebastelt. Wir haben hier verschiedene Unternehmen, unter anderem ein Unternehmen, was Infusion heißt und hier an einem Produkt arbeitet, was den Infusionsmarkt auf jeden Fall nach vorne bringen wird. Wenn man irgendwo Mitglied wird, dann fragt man sich ja, was habe ich davon? Oder was muss ich dafür geben und was kriege ich raus? Und das ist eine völlig legitime Frage. Jetzt ist es so, auf dem Vertrag, also auf diesem Agreement, was man unterschreibt, verpflichten wir uns eigentlich nur, dass man Zugang hat zu einem Platz hier und zu Wi-Fi und zu ein paar Leuten. Mehr nicht. Aber der Value, den ein Member rauskriegen kann, ist sehr, sehr, sehr viel höher. Es hängt einfach davon ab, wie sehr diese Person interagiert. Heißt, wenn jemand kommt und schnurstracks an seinen Tisch geht, die Ohrstöpsel reintut und nicht mal Hallo sagt, dann kriegt er wirklich nur den Access zum Tisch und zum Wi-Fi. Wenn aber jemand kommt und ist ein bisschen offen, nimmt teil an den Sachen, ist auch mal freundlich, stellt sich vor, macht mal eine Pitching-Runde, wäscht seine Teller mal ab, schnackt mal mit dem Nachbarn, dann kommt da so eine Magie zusammen und es ist viel, viel besser möglich, den zu vernetzen. Was wir auch noch bieten, was allerdings nicht im Vertrag steht, ist, dass jeder Member einen Community Builder zur Seite bekommt. Das ist jemand wie ich, der für diesen Member zuständig ist, der immer in seiner Nähe, wenn auch nur virtuell ist und auf Fragen antworten kann, auch mal einen Vorschlag machen kann, welchen Event der Member besuchen soll oder mit wem er sich zusammentun soll, mit wem er sprechen soll, was er lesen soll. Das ist alles freiwillig und natürlich macht es bei uns mehr Sinn, wenn wir sehen, dass ein Member sich auch engagiert, dass er die Hand hebt und sagt, hey, ich brauche jetzt das oder ich bin gerade an dieser Idee am Machen. Und so befruchtet sich diese Interaktion gegenseitig und dann entsteht ein unglaublicher Value, der nirgendwo auf dem Papier, geschweige denn greifbar ist. Weil man kann nicht ständig unter Leuten sein und man kann auch nicht ständig diesen Bass um sich herum haben. Wenn man das ruhig angehen lassen möchte, wenn man ein bisschen für sich sein möchte, haben wir ein
ganzen Bereich, wo nicht geredet, nicht telefoniert, kein Lärm gemacht werden darf. Sollte man trotzdem mal ein Telefon abnehmen sollen oder sprechen wollen, darf man sich da reinsetzen und dann ist das in Ordnung. Für den Powernap bzw. für ein bisschen Gemütlichkeit haben wir diesen Bereich. Es gibt Leute, die machen hier Yoga, es gibt Leute, die meditieren hier und es gibt Leute, die hängen einfach rum. Und es gibt Leute, die hier ihren Powernap machen. Auch dafür muss Zeit sein. Wir sind ein Space, der 24/7 offen hat für die Leute, die einen Schlüssel haben. Das heißt, jeder kann sich seinen Tag und seine Woche und seine Arbeit so gestalten, wie es für ihn am besten ist. Was mich jeden Morgen wirklich aus dem Bett treibt und warum ich jeden Tag Bock habe, hierher zu kommen, obwohl es eine anstrengende Arbeit ist, mit einer großen Community zu arbeiten, ist, ich kann sicher sein, dass ich etwas Neues lerne. Jeden Tag kommt irgendjemand durch diese Tür und bringt einen neuen Geist mit. Irgendwas, was ich noch nicht kenne. Ich weiß, wenn ich hierher komme, werde ich mindestens 10 lachende Gesichter sehen. Ich werde mit jemandem zusammen mich vielleicht ärgern, aber ich werde auch mit jemandem zusammen lachen und ich werde auf jeden Fall mich ein bisschen stretchen müssen. Und dieser Wachstum, diese Chance, mich selber weiterzuentwickeln und von anderen zu lernen, das ist etwas, das kann man mit Geld nicht bezahlen. Und wenn ich nach abends nach Hause komme, dann weiß ich, ich bin wieder ein Schrittchen weitergekommen und ich habe diesen Schritt nicht alleine gemacht. So, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick in das Leben und das Arbeiten hinter den Kulissen beim Impact Hub gegeben. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Einen großen Dank an den Impact Hub und ganz großes Dankeschön nochmal an die Karin. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!